Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Teil meiner Serie Mixdown. In dieser Serie mische ich einen Song von einem von euch, von einem meiner YouTube-Abonnenten und drehe anschließend ein Video darüber und zeige die wichtigsten Mixing-Schritte, die ich gemacht habe, so wie jetzt hier gleich. Anschließend kannst du dir die Multitracks von diesem Song herunterladen und kannst den Song selber nachmischen. Es gibt keine bessere Möglichkeit, um beim Mixing besser zu werden und deswegen legen wir gleich los. Der Song, den ich dieses Mal gemischt habe, heißt Night von Josh Forpel. Das ist ein amerikanischer Künstler. Ich habe seine Homepage und seinen Spotify-Account unten in der Beschreibung verlinkt, genauso wie die Multitracks, die du dir runterladen kannst, um den Song nachzumischen. Ich zeige dir gleich die wichtigsten Arbeitsschritte, die ich hier in diesem Mix gemacht habe. Das ist ein Pop-EDM-Track, sowas in die Richtung würde ich es bezeichnen, kannst gleich selber entscheiden. Und dieser Song hat auch ein kleines Problem, das ich versucht habe zu lösen. Das ist wichtig, deswegen schau dir das Video auf jeden Fall an, damit du den Song nachher perfekt nachmischen kannst. Also genug geredet, hören wir gleich mal rein in den Song und ich zeig dir auch schon ein bisschen so das Projekt und was ich gemacht habe. Los geht's. Fear, you're all I have to fight. Tonight, it's just me and you. The darkness is conquering my soul. The silence invites the pain inside tonight. Also das ist so eine Elektro-Pop-Nummer, das habe ich jetzt nicht ganz so oft hier auf dem Kanal, aber man muss sich ja immer weiterentwickeln und man sollte auch so ein bisschen verschiedene Stilistiken mischen können oder sich da zumindest ein bisschen reinarbeiten können. Also wie gesagt, EDM, Elektro-Pop-Titel, du entscheidest, was für ein Genre das ist, heutzutage gibt es ja schon so viele. Und was ich jetzt hier gemacht habe, ist zunächst mal, oder was ich sehr, sehr gern mache, und das wäre Arbeitsschritt 1, ich habe ziemlich viel hier im Mix-Bass gearbeitet, und zwar hier hinten. Manche verteufeln das, meine Top-Down-Mixing-Methode, was heißt meine, die Top-Down-Mixing-Methode, das heißt, ich habe auch im Mix-Bass angefangen, die Effekte zu setzen und dann erst die Einzelspuren bearbeitet. Manche hassen die Methode, sagen, die funktioniert gar nicht. Manche sagen, die funktioniert super. Ich arbeite immer danach und ich finde die einfach gut. Und ich möchte jetzt gar nicht näher drauf eingehen. Was wichtig ist, was entscheidend ist, ist hier diese Tape-Maschine. Und das finde ich bei so EDM-Tracks oder bei Pop-Tracks, die rein aus synthetischen Sounds bestehen, sage ich mal. Also das einzig Organische, wenn man so will, ist hier der Gesang. Der Rest sind nur Synthesizer, programmierte Drums und ja, ansonsten keine Gitarre oder sonstiges, keine Akustikgitarre, gar nichts. Da finde ich es immer sehr, sehr gut, wenn man mit Bandmaschine arbeitet, um so ein bisschen natürlichen Schmutz auf die Produktion zu werfen, die ja durch diese ganzen synthetischen Sounds, durch diese ganzen sehr, sehr klaren Sounds, Synthesizer-Sounds einfach nicht da ist. Ich schalte mal die komplette Mix-Bass-Bearbeitung aus, ja, machen wir es einfach mal so und oder lassen wir das hier an und richtig wichtig ist aber hier eigentlich nur diese Bandmaschine gleich, ja. Starten wir einfach mal hier rein. Nein. Ich habe die Bandmaschine hier auf 7,5 IPS, also Inches per Second gestellt und betone damit eher die tieffrequenten Bereiche von diesem Mix im Mixbass. Also das ist eigentlich so ein Mastering-Preset hier. Ich habe auch Record-Level und Playback-Level entkoppelt, dass ich in der Lautstärke angepasst habe und nicht nur lauter mache. Aber ich finde, wir hören gleich nochmal in den Refrain rein, wenn du hier in diesen Mix die Bandmaschine reinfährst, bei Bandgeschwindigkeit 7,5 IPS, dann finde ich, hörst du einfach mehr, ich nenne es mal organische Natürlichkeit. Das klingt einfach ein bisschen, weil das Signal ja grob gesagt ein bisschen verschlechtert wird
Und dadurch bekommen diese ganzen Synthi-Sounds und Synthi-Drums so ein bisschen mehr Natürlichkeit einfach. Also wir haben nochmal folgendes Problem. Die Synthesizer und die Lead-Vocals spielen unglücklicherweise oder sind so arrangiert, dass sie unglücklicherweise in der gleichen Tonlage spielen, wie auch die Lead-Vocals singen im Refrain. Deswegen möchte ich jetzt rausfinden, was für eine Tonlage ist das genau und wo hält er sich auf, der Sänger? Und deswegen lade ich mir den Match EQ jetzt nochmal rein. Ich mache einfach den Prozess nochmal durch und möchte den Synthesizern dann diese wichtigen Frequenzen, diese für den Gesang wichtigen Frequenzen entziehen. Ich gehe jetzt, das ist jetzt hier ein bisschen Logic-spezifisch, aber hat jeder Match EQ, nicht eigentlich, es hat jeder Match EQ. Du kannst hier die Referenz reinladen und in diesem Fall mache ich das jetzt über Sidechaining. Das heißt, ich nehme jetzt die Lead Vocals, L-Vox, nehme die als Referenz und lasse einfach mal den Refrain hier jetzt abspielen und er liest mir das aus. Ich gehe jetzt auf Learn und er wird jetzt getriggert von den Lead Vocals und so bekomme ich dann die Frequenzkurve von den Lead Vocals hier rein. Silence invites the pain inside. Okay. Was ich jetzt machen kann, ist, ich kann auf Match gehen hier. Was jetzt passiert, ist kompletter Schwachsinn. Ich kann hier noch Fade Extremes machen, ist kompletter Schwachsinn. Denn was ich jetzt gemacht habe, ist das, wofür ein Match EQ eigentlich auch da ist. Ich passe die Frequenzkurve oder hebe diese Frequenzen hier an von den Synthesizern, die auch wichtig für den Gesang sind. Und das klingt dann so. Jetzt säuft der Gesang komplett ab. Was ich jetzt aber mache, ist, ich gehe in den Negativbereich. Das heißt, also hier hält er sich auf und hier spielen, wie gesagt, im Arrangement auch die Synthesizer eine große Rolle. Und ich entziehe jetzt diesen Frequenzbereich, also so um die 200 bis 2 Kilohertz, die entziehe ich jetzt diesen Synthesizern. Und ich kann das hier mal in Echtzeit machen, dann wirst du gleich hören, wie der Gesang viel mehr nach vorne kommt, ohne dass ich den Gesang lauter mache. Oder mit dem Equalizer anhebst, sondern indem ich einfach nur die wichtigen Frequenzen den Synthesizern entziehe, sozusagen. Ne? The silence invites the pain inside. I'm wondering why no one hears my cries. Who cares to try tonight? Du siehst, als wenn ich extrem die Synthesizer ihrer Frequenzen beschneide oder diesen Frequenzbereich beschneide, der für die Vocals wichtig ist, dann ist es fast so, wie wenn du den Sänger auf der Bühne so ein bisschen nach vorne schiebst und ihn jetzt viel besser hörst. Also das ist eine sehr effektive Methode, wenn die Lead Vocals drohen, maskiert zu werden von irgendwelchen anderen Elementen im Mix, dass du dann den Match-EQ-Trick einsetzt und diesen stören diese Frequenzen, die für den Gesang wichtigen Frequenzen einfach Synthesizern oder anderen Instrumenten entziehst. Okay, gehen wir nochmal zu den Lead-Vocals, weil hier ist richtig viel Alarm. Ich schalte jetzt mal alles ab, machen wir jetzt noch in aller Kürze, weil ich rede schon so lang. Wir hören uns die Lead-Vocals jetzt mal solo an. I am wondering why no one hears my cries or cares to try. Ich weiß nicht, in welchem Raum er eingesungen hat. Es klingt sehr, sehr dumpf, was ich hier gemacht habe, ist um die 500 rausgezogen, um die 200. Das ist auch bei Männerstimmen hier die Bruststimme. Vielleicht war das Mikrofon auch, hat das tief ausgerichtet, wenn ihm das gefallen hat, ich weiß es nicht. Das habe ich stark rausgezogen. Ich kann jetzt nicht alles in Einzelheiten erklären. Und also es war wichtig. Und ich habe den FX Vintel Orange Exciter eingesetzt, weil er so tief gesungen hat, hat mir da Luftigkeit gefehlt. Und dieser Vintage Oral Exciter von Waves, die kann dem Signal Obertöne hinzufügen, die so gar nicht da sind, also sozusagen Phantom-Obertöne. Ich schalte erstmal den Equalizer zu und dann den Vintage Oral Exciter. Und dann klingt der Gesang gleich wesentlich aufgeräumter und wesentlich luftiger auch. I am wondering why no one hears my cry. Die.
am wondering why. Die. Am wondering why. Diese Obertöne, diese Luftigkeit bekommst du mit einem normalen Equalizer nicht hin. Also das sind Phantom-Obertöne. Das geht nur mit so einem Harmonic Enhancer und damit kann man richtig gute Ergebnisse erzielen. Okay, das ist dieser Pop, Elektro-Pop-Mix. Die Multitracks für diesen Song kannst du dir runterladen. Die habe ich unten in der Beschreibung angepinnt. Und wenn du den Song mischen möchtest, wenn du ein bisschen Feedback möchtest, dann geh einfach auf Facebook, Songwriter Online, und lade deinen Mix da hoch. Dann kann ich den vielleicht auch so ein bisschen beurteilen. Einfach bei Facebook, Songwriter Online, deinen Mix hier hochladen. Ich wünsche dir jetzt jedenfalls ganz viel Spaß beim Nachmischen des Songs. Und wenn du noch mehr Songs zum Nachmischen haben möchtest, dann geh einfach auf meine Checkliste. Die blende ich dir hier mal ein. Da gibt es, glaube ich, jetzt noch 2 oder 3 weitere Songs. Die wird sich dieses Jahr noch mehr füllen, diese Liste. Und dann kannst du dir die Songs runterladen und mischen üben. Das ist die beste Möglichkeit, um besser beim Mixing zu werden. Wenn es dir gefallen hat, lass mir einen Daumen nach oben da, einen netten Kommentar oder am besten gleich ein Abo. Und wir sehen uns schon bald beim nächsten Tutorial wieder. Bis dann.